Auf dem sogenannten Christchurch-Gipfel haben mehrere Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter von Technologieunternehmen ihr Engagement im Kampf gegen Terror im Internet bekräftigt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hatten das erste Treffen dieser Art vor 2 Jahren initiiert, um Regierungen und Internetgiganten an einen Tisch zu bringen. Anlass war der Terroranschlag im neuseeländischen Christchurch gewesen. Der Täter hatte seinen Angriff gefilmt und zu großen Teilen live ins Internet übertragen. Wir müssen verstehen, wie Algorithmen, gefährdete Internetnutzer und extreme Netzwerke auf dem Weg zur Radikalisierung zusammenwirken, damit wir Wege finden können, positiv einzugreifen, so Ardern. Der französische Präsident war von seiner Sommerresidenz Fort-de-Brégançon aus Mitveranstalter des Treffens. Dem sogenannten Appell von Christchurch haben sich mittlerweile mehr als 50 Länder angeschlossen, seit kurzem auch die USA. Frankreich wurde in den vergangenen Jahren schwer vom islamistischen Terror getroffen und 260 Menschen kamen dabei ums Leben.